Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Infinite World. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, weiter geht's. Hau mal rein. So, wir haben in der letzten Folge haben wir ja die na, Produktion ja, angeheizt hier oben. Da läuft nichts, seht ihr gerade. Wie ihr seht ihr nichts. Genauso wie hier unten ist momentan ziemlich mau. Also wir sind jetzt mit der Erzproduktion so ziemlich durch. Was sich auch in unserem ME-System sehr bemerkbar macht, muss man dazu sagen. Und zwar, wie man sehen kann, es ist jetzt nicht randvoll, aber wenn wir mal hier reingucken und einfach mal Ingots reinmachen, hier die, ja, ich mach mal so, dann sehen wir schon 53.000, 38.000, 32.000, ne? Ist schon einiges zusammengekommen. Plutonium haben wir auch jede Menge wiederbekommen. Jellorium müsste auch jede Menge da sein, Ingots genau. Wobei ich aber trotzdem empfinde, dass es weniger ist, als es sein sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da bis jetzt weniger rausgekommen ist, ne? Also ich bin jetzt den dritten, also 2, 3 Tage nicht auf dem Server gewesen. Und ich finde, es müsste mehr da sein. Ich will jetzt nicht sagen, es lohnt sich nicht. Ich will auch keinem sagen, er zapft mein ME-System an, vielleicht sogar. Weiß man ja alles nicht, ne? Aber mir kommt es halt doch ein bisschen merkwürdig vor. Egal. Dem können wir ja auch Abhilfe verschaffen, so ist es nicht. Wir können ja immer noch hingehen und sagen, gut, wir machen jetzt ab jetzt die Tesseracts machen wir. Wir können ja hingehen und sagen, so, wir machen die ganzen Tesseracts machen wir jetzt verschließen wir. Dann ist das nur noch für uns machbar. Das Signalum, das haben wir ja inzwischen Zeit, ne? Wenn ich mal gucke, Signalum haben wir jetzt 26 Ingots. Und noch ein bisschen Dust und Bronze haben wir auch genug. Müssten wir die Broken Spawner hier machen. Also wir könnten die jetzt auch verschließen, wenn wir das wollten. So. Und was geht's heute? Heute geht's darum. Wir haben ja noch die Netererze. Die werden ja jetzt noch gar nicht bearbeitet. Und ich sehe gerade Netherquarz Dust. Okay. Die will ich natürlich jetzt auch bearbeiten lassen. Dazu brauchen wir aber den ein oder anderen Pulverizer noch. Die möchte ich jetzt noch dazu bauen. Hätte ich jetzt mal so im Gedanken gehabt. Das heißt, wir brauchen erstmal die Pulverizer. Oder sollen wir einen Macerator nehmen? Ne, mir ist ein Pulverizer eigentlich lieber. So, wie viel können wir bauen? Gar keinen. Okay, was brauchen wir? Was? Wir brauchen Flint. Wir haben keinen Flint. Lass ich das abtransportieren zufällig? Oh, ja, okay. Das erklärt, warum wir keinen Flint haben. Okay, ist in Ordnung. Habe ich jetzt keine Acht drauf gehabt, um ehrlich zu sein. So, egal. Dann, ja, Flint. Dann machen wir das doch einfach mal so. 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 Nehmen wir uns die Dierschaufel. So, dann brauchen wir hier. Smite, nein, wo ist es? Looting? Nee, Looting nicht. Was ist das? Fortune? Glück? Glück? Ist es Glück? Ich glaube, es ist Glück. Nee, nee, Luck of the Sea? Nee, ist es nicht. Okay. Nö, ich glaube, es ist, genau. Dürfte das sein. Also was brauchen wir? Emeralds, ne? Einmal. Book and Quill und Emeralds. Also da haben wir ja mehr als genug, wenn man sich das mal hier so anschaut, ne? Dann nehmen wir die komplett raus. So.
Dann machen wir. Zack. Oh. So. Und ich muss auch sagen, ich hätte gerne effizientere XP-Farm. Ich habe irgendwie das Gefühl, die bringt nicht so schön viel, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Egal. So, wir machen jetzt erstmal das. Dann brauchen wir das. So, Dankeschön. Und dann nehmen wir das einfach. So. Da wird ja der eine oder andere Flint ja wohl dabei sein, ne? Jo, einen haben wir schon mal. Gut, Effizienz hätte man vielleicht noch drauf machen können, aber das ist egal. Ja, guck mal, da sind ja die, da sind ja genug jetzt hier zwischendrin, ne? Dann passt das, passt die Sache ja. Wir brauchen ja gar nicht so viel. Ich brauche ja vielleicht 6, 7, 8, 10. 10 Stück. Dürfte reichen, sind 5 Pulverize, Macerator, ne? So, das können wir wegmachen. 51, na, das, damit kann man ja arbeiten, ne? So. Ein. Brauche ich 5 Pulverizer? Eigentlich nicht. Brauche ich 5 Pulverizer? Glaub's ja eigentlich nicht, ne? Warte mal, jetzt muss ich was gucken. So, jetzt muss ich mal hier mal was schauen hier, ne? So, der macht das Ganze. Genau, das macht er. Der macht das Pulver draus. Was machen die da oben? Wo kommt ihr denn her? Was ist mit ihr euch verkehrt? Ausleuchten vielleicht noch, ne? Erstmal, ich nehme jetzt erstmal nur Fackeln. Alter. Spawn hier einfach mal 3000 Gegner. Dal. Puh. So. Okay. So, nicht, dass mal rein zufällig ein Creeper da spawnt, runterfällt und mir auf den Dach, auf den Deckel fällt. So, genau, das sind die ganzen Nethererze sind da drin. Und hier ist ja eigentlich gar nichts drin, ne? Genau. Hier könnte man ja genauso gut das ganze Pulver reinmachen. Also, vielleicht nicht alles, aber das die Hauptdinger zumindest. Aber wir haben ja sowieso gesagt, dass das hier wegkommt, ne? So. Die sind auch weg. Ach, das geht mit dem. Okay, sehr schön. War mir jetzt nicht sicher. Ne, gut, das ist hier drin angeschlossen. Genau, das passt schon. Gut. So. Den Aloysmelter brauchen wir eigentlich so gesehen auch nicht mehr, weil wir haben die ja oben. So, der ist auch weg. Das heißt, ich hätte hier gerne nur die Pulverizer stehen, in dem Fall. Woher man? Nee. Da fällt mir gerade was ein. Warte mal. Genau. Ich habe hier doch noch einen Hardenet-Pulverizer stehen, oder? Ha! Siehst du mal. Wieso ist hier überall nicht ausgelöst? Ach, egal. Kümmere ich mich ein anderes Mal drum. So, ME-System. So. Ich meine, das Ding, das muss ja sowieso noch weg. Das werden wir uns jetzt seit die nächste Zeit mal verbessern. Ja, machen wir dann. Zeige ich euch gleich. Später. Vielleicht sogar morgen in der Folge. Oder vielleicht sogar noch heute. Das weiß ich nicht. So. Pulverizer. Hier, Hardenet Pulverizer und Basic.
Ja, eigentlich ist das okay, wenn ich die hier unten stehen habe, ne? Ich brauche die oben ja eigentlich nicht. So, die müssten jetzt direkt mit Energie versorgt sein. Gut, genau. Wird abtransportiert. So. So, das wird abtransportiert. So, da wird es auch abtransportiert. Und jetzt brauchen wir noch oben den Eingang. Oben den Eingang. So, es ruckelt vielleicht ein bisschen in der Aufnahme, weil ich krieg die ganze Zeit au gezeigt, hohe Auslastung. Es ist gut möglich, dass es ruckelt. Wäre möglich. Aber ich bin mir nicht sicher. So, jetzt machen wir noch hier das hier drauf. Und. Nee, das nicht. Das hier. Dann müsste das Device jetzt online sein gleich. Jetzt muss ich mal hier gucken, für was habe ich hier dieses drin? Weil hier führt ja das. Hier sind drei Channels. Das hier sind acht Channels. Und das sind 32. Das heißt, den hier brauchen wir gar nicht. Weil da sind ja schon vier Stück dran, ne? Genau. So, das sind vier. Das ist alles online. Passt also. Jetzt kommen hier zwei rein. Und eins. Erstmal hier zwei. Und eins. Und wenn ich sehe, dass da jetzt noch welche drin sind, da sind jeweils eine drin. Dann mache ich da jetzt so. So. So, was produziert er denn hier eigentlich? Er macht die normalen Erze. Genau. Er macht das ganze normale Erz dazu. Das passt. Dann können die zwei können sich hier um das Nether-Erz kümmern. So. Den Aloys-Melder machen wir mal weg, genauso wie die Redstone. Den Stein machen wir weg, die hier, das. So. Wir brauchen als allererstes die Erze. Das ist also Saphir und sowas lasse ich mal auf der Größe, weil das ist Blödsinn. Wir brauchen Uranium auf jeden Fall. Wir brauchen Emerald. Iridium können wir nehmen. Wir können Salpeter brauchen wir nicht. Pick Ore können wir nehmen. Das gibt Stahl. Redstone nehmen wir auf jeden Fall. Entschuldigung, Redstone. Lapis brauchen wir nicht. Kohle brauchen wir an und für sich auch nicht. So, dann nehmen wir mal Dias. So, Dias. Moment, halt. Denkfehler. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Das war doch genau richtig. Genau. So, das heißt, wir können hier Messerate in der hier reinmachen. Wir haben mal das ganze Zeug. Beim Iridium, doch Iridium war auch so, ne? Genau, in den Smelter. Und was machst du damit? Damit kriegst du Iridium Ingots. Okay. So. Wunderbar. Dann haben wir das da schon mal drin. Ich glaube, das mache ich dann auch direkt hier rein. So, dann sind die nämlich auch beschäftigt und aus dem hier kommt nämlich ein kommen zwei Diamanten, glaube ich, raus, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, im Grindstone, also im Segment 2. Hier Pulverizer kommt zwei Stück raus. Das passt, das heißt, wir kriegen da auch ordentlich Diamanten wieder. Dann können wir das hier jetzt wegmachen, das wird gemacht. Saphir-Ohr und sowas. Ich weiß noch nicht, was ich mit den anderen Sachen alles machen soll. Habe ich noch keine Ahnung. Redstone-Ohr können wir noch rausnehmen. Sulfur lassen wir mal drin. Hier nicht, aber hier. Redstone-Ohr.
Können wir mal reinmachen, dann kriegen wir noch ordentlich was dann Redstone zusammen. So, was ist mit dieser Netherkohle? Ja, das Problem ist halt, ich krieg da halt bloß, na, das gefällt mir halt nicht, ne? Pulverizer bekomme ich 3, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz. So, das heißt, wir gehen hin und müssen das hier. Warte mal. Wenn wir das in den Pulverizer machen oder in den Macerator, kommt nur das raus. Das heißt, wir müssen das Ganze schmelzen. Genau, wir müssen das Ganze schmelzen, dass wir das Kohleerz herkriegen. Okay, dann gehen wir mal hier hoch und dann sagen wir hier im Ende hätte ich gern das hier drin. Müsste jetzt gleich reinlaufen. Doch, perfekt. So. Und dann müsste dann jetzt gleich das Kohleerz rauskommen. So. Genau, das hier kommt raus. Ich sehe gerade, wir haben auch schon jede Menge davon. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. So, dann können wir hier jetzt zum Beispiel, warte mal, was haben wir hier? Hier haben wir, glaube ich, auch Yellowrit drin, ne? Yellorium. Genau. Yellowrit 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Gut, dann können wir hier noch das die Kohle reinmachen. Dann wird nämlich hier noch Kohle verarbeitet. Und dann passt das. Da kommt dann jetzt das Zeug raus, ne? Sehr schön. Jetzt haben wir alles soweit auf dem Stand, dass die Produktion von unseren ganzen Sachen jetzt anläuft. Bricks. So. Das mache ich mir jetzt noch hier rein. Dann mache ich hier noch zu. So. Hier kann ich dann eigentlich auch endlich mal zumachen. So. Das hier mal wieder so ein bisschen. Das lasse ich, glaube ich, offen. Einfach, dass ich da besser dran komme. Und hier, haben wir noch ein paar. Genau. Machen wir jetzt einfach mal. Ja, brauchen wir hier. Können wir hier so machen. Und hier einfach dran. So. Dass da jetzt mal wieder Ordnung drin herrscht, dass das hier schön aussieht. Dann gehen wir eins nach oben. Und dann können wir hier auch endlich mal Fassaden dran machen. Dass das hier wieder zu ist. Hier das Dach zu machen, weil wir sind ja jetzt hier soweit. Sind wir fertig. Unten ist eh nichts dran. Wir brauchen noch Stone Brick Small. Das heißt, wir müssen kurz mal chiseln. Stone Bricks Small Stone, da haben wir schon. So. So. Wir brauchen sie nicht komplett zu verschwenden, ne? So. Und hier hinten dran interessiert sie ja eigentlich eh nicht wirklich. Da kommt jetzt noch, muss ich mal gucken, von dem Stein hinten dran. Ich weiß, die Auswahl der Farbe hier ist jetzt nicht der Burner, ne? Das weiß ich selbst auch. Allerdings habe ich mir halt gedacht, es ist halt mal was anderes zu dem ganzen gleichbleibenden Zeug, ne? Jetzt haben wir hier so, dann müssen wir hier oben noch ganz kurz rauskloppen. So, dann können wir hier nämlich auch hinten oben drüber machen. So. Ja, und dann hinten dran oben drüber müssen wir natürlich hier auch noch machen. Hier so.
Sonst ergibt das Ganze ja wenig Sinn. Oh, da war Gravel. Das hätte mich jetzt beinahe vernichtet. Aber wir haben ja unsere super coole Schaufel. So. So viel zum Thema. Wir brauchen Flint. Jetzt haben wir wieder mehr als genug Flint. Jetzt lasse ich es wahrscheinlich wieder abtransportieren. So. Ne, hier, ne? Genau, hier brauche ich. So. Wunderbar, dann kommt hier... Oh, das habe ich vergessen. So. Dann kommt hier jetzt noch ein Cover rein. Hier kommt noch ein Cover rein. Oder Fassade. Und dann ist hier auch schon dicht. Da hinten brauche ich an und für sich nicht mehr dran. Hier brennt ja alles. Und ich komme an alles dran, was ich einstellen muss. Nee, perfekt, wunderbar. Dann haben wir hier schon mal... Achso, das war das Lied. Okay. Dann haben wir hier schon mal alles soweit fertig. Das, was halt jetzt noch dazu kommt mit dem Brennen und sowas, das kommt halt jetzt nach und nach alles. Ne, das wird jetzt alles... Das sehe ich dann erst, wenn das ganze ME-System mal so ein bisschen entschlackt ist und ich dann auch sehen kann, was ich wie viel noch wo habe. Ne? Dann wird noch die Batterie hier ausgebaut und was hier noch auf die Batterie draufkommt, das wird nämlich eins meiner nächsten größeren Projekte geben, wahrscheinlich. Ich habe überlegt, ich werde auch mit... Solarenergie arbeiten, da ich hier genug Iridium habe. Ich weiß nur noch nicht. Ich meine, ich kenne es jetzt noch aus dem Ultimate-Projekt, das ich hatte. Und zwar Ultimate Hybrid Solar Panel. Das war das krasseste und die krasseste und stärkste Energiequelle im Endeffekt. Naja, zumindest vor meinem Fusionsreaktor, den ich ja gebaut habe. Ich meine, der Fusionsreaktor, der war schon übel, ne? Also, oder der Plasma-Generator. Gibt's hier einen Plasma-Generator? Moment, muss ich gucken. Aber der kostet, das kostet halt auch einiges. Und da ist ein Enriched Sonarium, das ist eben eigentlich ein gleiche wie beim letzten Mal. Und diese Iridium-Platten. Jetzt weiß ich bloß nicht. Iridium-Ohr. Kriege ich nur Iridium Shards. Okay. Oh, jetzt muss ich aber Iridium Ohr. Das ist halt... Ne, das ist nicht das gleiche, was ich da so bekomme, ne? Okay. Das kriege ich nur zufällig. Iridium Shards. Okay, nee, gut, dann hat sich das ein an und für sich erledigt. Ich habe zwar Iridium Ingots, aber kann ich, was kann ich aus denen machen? Ja gut, hier kann ich Iridium Iron Platten machen, aber ich kann es leider nicht mehr. Also ich kann das nicht zu den zum Ohr natürlich machen, ne? Ganz klar. Okay, dann hat sich das eigentlich schon so erledigt. Schade. Ich habe gedacht, das ginge damit, aber ich habe es eben erst drüber nachgedacht. Jetzt Plasma. Ne, der Plasma-Generator gibt es, glaube ich, nicht. Ne. Schade, das wäre jetzt was gewesen. Aber es gibt einen Plasma-Launcher. Wie macht man den? Oh, gar nicht. Kann man nicht machen. Findet man wahrscheinlich bloß. Schade. Okay, egal. Dann hat sich das. So, was in der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen hier drum kümmern, dass wir das hier automatisieren. Damit wir... Ich meine, das ist schon einigermaßen automatisiert, aber es soll halt richtig automatisiert werden. Und es kann sein, dass dafür mein Schlafzimmer weichen muss. Aber ich brauche mein Schlafzimmer eh so gut wie nie. Daher ist das egal. Ich kann es auch hier reinbauen oder sowas, egal. Dann hat das endlich mal einen Sinn. Dann kommt hier unten mein Bett hin oder so. Dass wir automatisch die 16 oder 64K-Disketten sogar machen können.
Ich meine im Endeffekt 64K-Disketten. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eigentlich bloß die Dinge. Das heißt, wir brauchen hier schon mal einen Diamanten. Hier noch einen Diamanten. Und das ist eigentlich, ist das nicht wirklich schwer zu machen, so eine Diskette. Es dauert einfach bloß verdammt lange. Und da werde ich mir da ein kleines Autocrafting einbauen, wo mir dann halt, wenn ich es haben möchte, durchgehend dann halt diese Disketten halt baut, ne? Mal gucken, ob das was wird. Wenn nicht, baue ich mir eine riesen Fabrik hier rein, so. Mit ganz vielen von diesen Auto-Crafting-Table. Ich weiß, es ging wahrscheinlich dann auch einfacher, aber nur, weil es riesengroß ist dann einfach. Mit Pipes, wo die Dinge... Oh, ich habe voll Bock da drauf. Das wird geil. Also, so richtig... Abseits von den Kabeln hier, so von den richtig schönen Kabeln, so Pipes, ne? Vielleicht sogar Stone-Pipes, dass es auch extra lange dauert, bis so ein Ding durchgelaufen ist oder sowas. Einfach nur, weil es cool aussieht. Und dann sorge mal dafür, dass der Server abstürzt. Nein, Spaß. Okay, gut. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich mal tschüss und haut rein.